Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Subnautica. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, wo ich hin muss. Und zwar... muss ich sozusagen... in eine Gegend, die nicht sehr weit weg ist. So, erstmal was essen. So. Erinnert euch noch an die Koordinaten, die ich gesagt habe? Wir sind näher dran, als ich gedacht habe, ey. Und wir haben ein Mitbringsel. Weil die Bastarde es einfach nicht kapieren wollen. Ah. So. Bleibt gefälligst von den Zyklopen weg, also von der Sea Quest. Welcome aboard, Captain. All systems online. So. Einmal gucken. Wo war das nochmal? Es war auf jeden Fall irgendwo hier. Oder so, genau hier ist es, was ich gemeint habe. So. Hier packe ich die... warte mal, den mache ich zur Sicherheit aus. Engine powering down. Hier mache ich auch noch die Lichter aus, einmal. Noch haben wir keinen ungebetenen Gast hier. Ah. So, und einmal raus hier, so. Wie ich ja schon gesagt habe, mussten wir irgendwie hier so hin, ey. Wo ich nicht gedacht habe, erst... mich gefragt habe, wo führt das hier hin? Ja, immer diese... okay, habe ich hier irgendwas? Ja. Ich kann euch sagen, wohin das führt. Exakt zu einer geheimen Basis. Bleibt ja fern. Alter! Nun, wo ist sie? Fragt ihr euch. Jetzt muss ich aber erstmal den hier reparieren, ey. Den hat sie ja fast vollkommen zerstört. So. Ich kann nicht sagen, wo diese komische Basis ist. Exakt irgendwo hier soll sie sein, ey.
Ich hoffe, ihr lernt es mal. Ey! Alter, leck das! So, einmal hier so lang. Wie ihr seht, ist genau da drüben. Wieso kommt man nicht mit hier? So, einmal kurz hier stoppen. Ich muss erstmal den Eingang finden, ey. Irgendwo hier war er. Okay, wo war der? Oh oh. Diese Bastarde sind ja überall. Hier den Eingang zu finden ist auch nicht gerade einfach. So. Ist mal in den. Ich bin froh, dass man Energie hier kriegt. So. Mal gucken, ob der Eingang auf der Seite hier war. Hä? Da hatte ich aber noch mal Glück gehabt, dass ich den Eingang gefunden habe. So, haben wir den Eingang gefunden. Das ist schon mal eigentlich nicht das, was ich finden wollte. Aber da komme ich aber auch schon mal ein bisschen weiter. Die Dinger hier werden wir auf jeden Fall brauchen. Das bringt uns schon mal ein Stückchen weiter. Was ich eigentlich finden wollte, war noch nicht. Es liegt doch ein bisschen tiefer, als ich gedacht habe. Das führt uns schon mal zu dieser einen Alien-Basis zurück. Geh mal lieber einen Schritt zurück. Ihr könnt es auch scannen, wenn ihr wollt. Na gut, ich mach's ja schon. Schnell wieder rein. Okay. Hier brauchen wir eine Tafel für das. Und was für eine
Ah, wieder ein Leck des Grauens. So. Die habe ich leider nicht dabei. Habe ich Vorrat ansehen. Was haben wir im Vorrat? Nur Kupfererz und diese Würfel halt. Heißt also, ich muss erstmal... Ah, ich muss den Würfel holen. Danke. Nein, Energiezelle wollte ich nicht rausnehmen. Den Ionenwürfel wollte ich. Dann werde ich den noch mal ein bisschen reparieren. Ah ja. So, dann setzen wir mal einen Würfel ein. Und das Stargate ist aktiviert. Mal sehen, wo führt es mich hin? 89 Meter über die Erde. Also unter die Wasseroberfläche. Weil jetzt muss ich erstmal Material für die Tafel finden. Nee, ich verlasse das noch nicht. Oh. Na komm. Bin ich jetzt schon da? Ich kann ja mal gucken, was brauchte ich nochmal für die lila Tafel? Weil dann mache ich mir eben mal eine. Diamant und Ionenwürfel. Okay. Zwei. Wie ihr seht, bin ich beim Moonpool gleich. Heißt... Also ich werde mich auf... Wo ist die Basis? Irgendwo da vorne. Hm. Gehe ich an die dran? Nee. Ey. Ihr seht es da unten auch so ein Stargate. Also wir sind bei dieser Insel. Da oben ist einer. Ich glaube, ich lasse den hier. Super, jetzt kriege ich den da nicht mehr raus. Ah, den Sprung hätte ich ausnutzen müssen, ey.
Ja, komm, 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 das schaffst du. Das heißt, es ist eine Rettungsaktion mit dem hier machen, ey. Oh, ich komme nicht mehr raus mit dem Krebsanzug. Jetzt was, den lass mal erstmal hier. So. Energie sparen. Ich würde mich mal dahin begeben. Weil ich suche ja Diamanten jetzt. Auftauchen, auftauchen, da ist der. Oh, der hat mich noch nicht wahrgenommen, ey. Das wär's noch gewesen, bin ich. Huh. Da hatte ich noch mal Glück gehabt. Das Ziel kommt wieder näher. Ich habe eine ganz dumme Idee. Eine ganz dumme. Ich weiß nicht, ob die funktioniert, aber... Ah ja, da bin ich. Okay, aber... Ich hoffe, die dumme Idee funktioniert, weil das könnte hilfreich sein gegen... So. So, dann wollen wir mal gucken. Hier sind keine Diamanten drinne. Hier sind auch keine. Hier ist auch nicht. Genau wenig wie da. Alter, wo sind meine Diamanten? Oder habe ich sie in der zweiten Base gelassen?
Nee, ich muss erstmal die ganzen Schränke durchforsten, ey. Ich war mir sicher, dass ich noch irgendwo Diamanten hatte. Mal was essen. Auch nichts. Lappenblock, Blei. Nicht gebrauchen. Die haben sich auch schön vermehrt. So. Vier Stück. Werden reichen immer. Okay. Ich mache mir erstmal ein bisschen Wasser. Oh, da bin ich gesprungen vor Freude. So, 6 mal Wasser. So. Ein bisschen was zum Heilen. So. Warte mal, das könnte es auch sein, dass ich hier ein bisschen... Nö. Aber... Es gibt ja noch einen Ort, wo ich gucken kann. Danach werde ich diese Tafel machen. Und dann werde ich mit der Seemotte zurückfahren. Boah, ist das ein weiter Weg noch. Haben wir noch ein bisschen Schrott, aber das brauchen wir erst aktuell gerade nicht. So. Zerstörter Zyklop Titanic. Ja, ich hoffe, ihr lasst meinen Zyklopen, meinen Seemott in Ruhe. Ihr habt euch nichts getan. So, einmal gucken. Welcome aboard, Captain. Ja, perfekt, oder sind sie ja? Schnell, gib mir die. So, dann haben wir schon mal die violette Tafel. Und
Und für die Orangene brauchen wir etwas anderes. So. Gucken wir mal, was haben wir hier noch so, was wir gebrauchen können. Aktuell gar nichts. Dann geht es jetzt ab zur Rettung der... Okay, was haben wir hier sonst noch? Nichts. Gut. Na, wo ist er? Welche Richtung muss ich denn eigentlich jetzt nochmal? Hä? Okay. Da ist der Zyklop. Ach, in die Richtung muss ich. So. Dann will ich mal sehen. Dass das auch so hinhaut, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Weil das wird jetzt nicht gleich leicht. Weil ich fahre straight ahead drauf hin. Natürlich ist er an einer echt guten Stelle geparkt worden. Hack. Ja. Ich hoffe, der Trick funktioniert, den ich mir gerade ausgedacht habe. Jetzt muss ich noch ein bisschen absenken. So. Welcome aboard, Captain. Komm, 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 komm. Nein! Ah. Komm, komm, komm. Ah. Ich bin runtergegangen, ey. Komm, komm, komm. Es muss gehen, ey. Nee, funktioniert nicht. Mit den Zyklopen hätte es geklappt, aber... Aber leider nicht mit der Seemotte. Ah. Da müsste noch ein Upgrade her.
Guck ich mir mal an, was war das nochmal für ein Upgrade? Okay, wo warst du? Nickelerz, kristallines Schwefel, Titan und Lithium. Nickelerz, Schwefel, Titan und... Okay. So, dann hole ich mal die Upgrades. Also kristalliner Schwefel dreimal. Oha. So. Das wird mal wieder eine lange Folge. Also ich werde hier... Ey, irgendwie haben die es ja voll auf mich abgesehen hier, ey. Lieber nicht so nah weit weg. Vom Grund des Ozeans, also ein bisschen so, dass man hier wenigstens noch Chancen hat zum Entkommen. Der Reaper vergibt niemals. So. Jetzt muss ich gucken, habe ich da kristalline Schwefel oder in der anderen Basis? Weil dann wäre das ein Auftakt für die nächste Folge schon. Das kristalline Schwefel zu suchen. So. So, den lassen wir mal hier. Welcome aboard, Captain. Ja, wo haben wir dich denn? Ja, kristalline Nickelerz, Lithium, das müsste... Also, fünfmal Titan war das. So, haben wir. Nein. Okay. Okay, hier kristalline Schwefel. Hier habe ich einmal Nickelerz schon mal. Gucken wir mal, wie viel waren das jetzt mal? Zweimal. Das müsste dann oben noch mal ein bisschen was sein. Nein.
Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Dann wird das jetzt ein... Dann wird das jetzt ein Auftakt zum nächsten... zur anderen Basis. Aber ich gucke nochmal eventuell durch die Spinde mich durch. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Okay. Also muss ich mal eben zur anderen Basis. Nochmal. Welcome aboard, Captain. So. Ja, wie gesagt, das wird jetzt halt wieder eine etwas längere Folge. Ja, da. Ich werde jetzt noch die Sachen einsammeln, rüberfahren und dann erst in der nächsten Folge mit dem Bau beginnen. Alter. Wenn das kristalline Schwefel nicht da ist, wo es ist, muss ich halt offscreen nochmal farmen und dann ja, da muss ich halt offscreen farmen. Ach, bei dem Lebensbaumbase habe ich ja auch noch was. Eventuell ist da ja was, aber dahin zu kommen wird auch nicht gerade leicht. So. Welcome aboard, Captain. Komm. Ah, nur ein kristallines Schwefel. Zweimal Nickel. So, hier ist die Baseball-Cap. Oh, nee, oder? Jetzt habe ich alles in der... Notwendige noch in der dritten Base. Oh, heißt also einmal noch dahin. Oh Mann. Das alles nur um die... um etwas zu saven, ey. Also wieder zu holen. Na. Der müsste jetzt wieder aufplöppen. Okay, da passiert nichts mehr. Okay. Brauche aber immer noch
kristalline Schwefel, ey. Zweimal. Das heißt also irgendwo. Ach, sind. Wo? Wo bist du? Nicht so hoch. So, dann haben wir das schon mal. Und jetzt muss ich schnell zur dritten Base kommen irgendwie. Irgendwo muss der Weg sein. Ich hätte mir den Weg besser markieren sollen. Okay. Bin ich irgendwo falsch abgebogen? Ach komm schon. Das ist ja auch hier. Weit verwinkelt hier die Gegend. So, sind wir schon mal ein bisschen auf Augenhöhe. Aber die Base ist da drüben. Das heißt also, ich muss irgendwo einmal rum. Ja, da ist sie. Na, tiefer darf ich leider nicht mit der Seemotte. So. ...888, das ist die Zahl. Das ist sozusagen jetzt die Grenze immer. Suche ich aber erstmal Eingang wieder. Den habe ich irgendwo hier hingesetzt. So, dann wollen wir. Alter, ist das hier am Längen, ey? Und einmal Lithium. So, dann haben wir das Upgrade auch. Okay. So. Jetzt gucken wir mal. So. Einmal was essen. Trinken.
Warte mal, kann ich diese komische Station auch hier bauen? Dafür brauche ich zweimal Titanbahn, zweimal Schmierstoff und zweimal Blei. Dann könnte ich... Okay. Leider habe ich kein Titan hier gerade. Heißt also, ich muss komplett zurück. So, mal gucken. Ach. So, aber wie es bei Subnautica weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Denn ich werde jetzt offscreen zurückfahren und einfach dann da bei der ersten Base auf euch warten. Also, wie gesagt, also wie es bei Subnautica weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Euer Corganto!